Servus, hier ist wieder euer Kanal Meilen-Mike. Guten Morgen, ihr Lieben. Hier stehen wir nun heute Morgen am Hankelbrunnen in Herstein. Und ab hier beginnen wir heute unsere Tour. Ja, und zwar gehen wir den Mittelalterpfad. Der ist circa 8,5 Kilometer lang und hat 250 Höhenmeter. Na, lassen wir uns mal überraschen. Ja. Am Anfang ist hier noch eine schöne Altstadt, die werden wir noch durchwandern. Und dann geht's ab in Wald und Feld. Gell, Schatz? Ja, okay. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Gut. Sun is out here overseas. Dark emotions ever torn so Und hier stehen wir nun vor der Zehntscheune und da haben wir vor ein paar Jahren mal mit guten Freunden eigentlich für meinen Geschmack den besten Schwenkbraten unseres Lebens gegessen. Gell, Schatz? Und nicht nur das, danach gab es auch noch leckeren Kuchen. Ja, okay, schade, hat natürlich jetzt geschlossen, wie alles. Ja, ist ja klar. Ja. Dann gehen wir mal weiter. Hier ist auch jetzt noch so ein Mini-Lädchen und da kann man sich auch die Karten legen lassen. Ja, und das ist auch so eine Orakel-Oase. Also genau mein Ding. Ich liebe solche Sachen. Ja, ich bin ja auch selbst eine Hexe, gell, Schatz? Ja, ja. Aber eine gute. Ja. Ja, also es ist wirklich wunderschön. Schade, dass es jetzt geschlossen hat. Und da könnte ich schon stundenlang eigentlich aufhalten. Und gleich im Eingangsbereich natürlich die Katze, die darf nicht fehlen. Guck, Schatz. Ja. Ja. Jetzt hast du mich tatsächlich an den Pranger gestellt. Ja. Da gehöre ich nicht hin. Ne? Nee.
has ever torn so deep, fallen down through the clouds I'm feeling you. Und hier sind sie wieder, die geliebten schmalen Pfade. So war das schon immer. An einem Hochstand kommt sie einfach nicht vorbei. Ach, Schätze. Ach, Schätze, ist der Ausblick hier nicht wunderschön. Hm? Ja, traumhaft schön. Gell? Also, die Schleife hat ihre Traumschleifennamen verdient, ne? Ja. Oder Traumpfad. Toll, diese Ruhe. Und hörst du diese Feldlerche? Ich, weißt du was? Ich höre deinen Magen, oder sag mir das? Ja, die bei der nächsten Bank wird ein Pizza eingelegt. Die nächste Bank gehört uns. Ja. Ja. Sun is out here overseas. Dark emotions ever torn so deep, falling down through the clouds I'm feeling you. So, jeder von euch kennt ja wahrscheinlich Hildegard von Bingen. Da stellt sich die Frage jetzt, ist Hildegard von Bingen eine Niederhosenbacherin? Die berühmte Theologin, Dichterin, Philosophin und Naturwissenschaftlerin Hildegard von Bingen wurde im Jahre 1098 als 10. Kind einer adligen Familie geboren. Sie zählt zu den interessantesten Persönlichkeiten des früheren Mittelalters und fasziniert noch immer Menschen aus aller Welt. Heute gilt die unweit des Mittelalterpfades gelegene Ortschaft Niederhosenbach
als ihr vermutlicher Geburtsort. Das Naturdenkmal Jammereiche, das zur nahegelegenen Ortsgemeinde Breitental gehört, erhielt seinen Namen aufgrund einer Tragödie im Dreißigjährigen Krieg. Nach der Überlieferung wurde damals ein kleiner Eichenwald an dieser Stelle, in dem sich die Dorfbewohner zum Schutz vor plündernden spanischen und kroatischen Truppen versteckt hatten, umstellt. Diese zündeten den Wald an, sodass ein Teil der Bevölkerung in den Flammen umkam. Jetzt gehen wir gerade an dem Aussichtspunkt vorbei, die Rabenkanzel. Jetzt sind wir hier noch an einem Aussichtspunkt angekommen und haben hier noch einen Traumblick ins Hunsrückland. Falling down through the clouds, I'm feeling you. Die Tour ist nun zu Ende. Es war eine schöne Tour, diesmal mit mehr Feld- und Wiesenanteile. Aber deswegen hatten wir am Anfang einen schönen Gang durch die Altstadt und konnten einige Fachwerkhäuser bestaunen. Gell, Schatz? Ja, es war eigentlich alles drin, was man sich so wünscht. Und auch einen Hochstand für mich, ja. Genau. In diesem Sinne, ja. Macht's gut. Bleibt gesund. Und Servus. Eure Mailis. Ja.